keinen Bock mehr auf Arbeiten? Voll nicht. Jeden Monat ein festes Grundeinkommen, ohne einen Finger zu rühren? Das geht? Wie? Verrat es mir. Das ist Tien, ich bin Sina. Und das sind die Was geht ab Shorts. Schon länger verlangen verschiedene Parteien ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ein Einkommen, das die Grundversorgung deckt. Man soll also ohne zu arbeiten essen, trinken und eine Wohnung inklusive Heiz- und Stromkosten damit bezahlen können. Dieses Geld soll vom Staat kommen. Sollte so etwas irgendwann mal etabliert werden, macht das unser Land endgültig zu einem waschechten Sozialstaat. Da aber die regierenden Parteien noch ihre Bedenken beim bedingungslosen Grundeinkommen haben, wird die Umsetzung wohl noch etwas dauern. Generell ist das Thema, ähnlich wie der Mindestlohn, schon lange im Gespräch, kommt aber aus Priorität immer wieder zum Erliegen. Michael Bohmeier, ein junger Vater aus Berlin-Kreuzberg, hat genau wegen dieses Stillstands jetzt eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. In der Kampagne Mein Grundeinkommen will er bis zum 18. September das Ziel von 12.000 Euro erreicht haben. Er sammelt Spenden, um am Ende der Kampagne einen Teilnehmer auszulosen, der ein Jahr lang das Geld bekommt. Die 1.000 Euro im Monat sollen auch ohne gesellschaftliche Filter vergeben werden. Er will die Gleichheit aller Bürger demonstrieren. Dabei ist es ihm auch egal, was derjenige damit anstellt. Auch dass das Geld zum Beispiel in die rechtsextreme Szene fließen könnte, sieht er nicht als Gefahr. Jeder muss gesellschaftlich gleich behandelt werden und niemand sollte durch seine Ansichten benachteiligt sein. Bohmeier ist außerdem überzeugt, dass ein Grundeinkommen für einen Kreativitätsschub sorgen könnte. Neues entsteht nur da, wo Freiräume sind. Und genau deshalb sei das Konzept auch für Wirtschaftsvertreter interessant. Er selbst hat 2 Startup-Unternehmen mit aufgebaut und sich dann aus diesen zurückgezogen. Daher bekommt er jetzt schon quasi ohne zu arbeiten ein Grundeinkommen. Dieses Freiheitsgefühl möchte er gerne mit anderen teilen. Anfangs hatte er zwar Probleme damit, den ganzen Tag nichts Festes zu tun zu haben, aber mittlerweile genießt er das Freiheitsgefühl und die Tatsache, dass er nicht erreichbar sein muss. Seine Parallelprojekte wie ein freies Radio und ein Podcast bekommen dadurch mehr Aufmerksamkeit und sogar seine Gesundheit hat sich ohne den Alltagsstress verbessert. Die einzige deutsche Partei, die sich zu 100% für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt, sind übrigens die Piraten. Nach ihren Vorstellungen sollte es die Existenz eines Bürgers sichern und vor allem die Teilnahme am sozialen Leben möglich machen. Der Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen soll ihrer Meinung nach vollständig abgeschafft werden. Piratentypisch steht hier allerdings nur die grundsätzliche Idee. Eine genaue Berechnung und vor allem Konzeption wollen sie gemeinsam mit den erfahrenen Parteien in einer Kommission regeln. Ein bisschen sind sich die Piraten aber doch bewusst, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis die Bedingungen für ein solches Gesetz geschaffen sind. Sie beenden den Abschnitt ihres Parteiprogramms zum Thema Grundeinkommen nämlich mit den Worten: Bis zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens setzen sich die Piraten für einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn ein. Wenn ihr den ganzen Tag lang nichts zu tun hättet, was würdet ihr mit eurer Zeit anfangen? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentarbox rein. So, neben Tien findet ihr noch 2 weitere Videos und unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir kommt ihr zu den Nerds von Texcalibur und ja, in der Videobeschreibung alle wichtigen Links zu unseren Social Media Plattformen und unsere YouTube Kanäle. Richtig. Ja, das war der Short, ne? Jo, lass uns arbeiten! Yay, Arbeit!